zu Recht, dass dieser asymmetrische Energiepreisschock, der Deutschland und Europa sehr viel härter trifft als den Rest der Welt, ihre Wettbewerbsfähigkeit erodieren und damit die Existenz gefährdet. Nicht weniger als das deutsche Wirtschaftsmodell, das seit 70 Jahren auf Offenheit, Exporte und hohe Wettbewerbsfähigkeit in globalen Märkten beruht, stehen auf dem Spiel. Der deutsche Staat kann unmöglich dauerhaft fossile Energiekosten künstlich drücken, sodass deutsche Unternehmen keinen systematischen Nachteil im globalen Wettbewerb haben. Dabei gilt es, ein falsches Mythos zu korrigieren. Erneuerbare Energien seien teurer als fossile Energieträger oder Atomenergie. Genau das Gegenteil trifft zu. Bereits heute ist die Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien deutlich günstiger als die anderen bisherigen Energiequellen.